Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4. Hat ein bisschen gedauert, es gab ein paar Projekte, die wir dazwischen schieben mussten, deswegen mussten wir den Bus-Simulator so ein bisschen abseits stecken. Aber jetzt wollen wir hier weitermachen, hoffen natürlich, dass wir das Ganze jetzt vielleicht sogar noch zum Ende bringen, jetzt hier in den nächsten Folgen mit dem Bus-Simulator. Ich habe das Ganze gemacht, so wie ich es in der letzten Folge erwähnt hatte, dass ich das Ganze jetzt so im Offscreen spiele, sodass wir zumindest den neuen Abschnitt jetzt hier freischalten. Und damit haben wir einen Sonnenstein, ist freigeschaltet. Ich wollte euch eigentlich, ja, wollte ich euch das Ganze zeigen, wie das halt ausschaut, ne, wie er da spricht, unser Meister. Das Problem ist, das Spiel hat einen ganz, ganz fiesen Bug drin. Das ist mir jetzt aufgefallen, bin ich jetzt zweimal reingefallen jetzt in diesen Bug. Und zwar ist, wenn wir jetzt uns eine neue Strecke machen wollen, aber keine Haltestelle auswählen, das Ganze abbrechen, also verwerfen, kommen wir ins Menü zwar wieder zurück, wir hören die Musik, aber du siehst nichts mehr. Du hast keinen Cursor mehr, du kannst nichts mehr machen. Einziges, was hilft, ist, dass du das Spiel beenden musst. Das ist so schade, dass hier immer noch Fehler bestehen, die jetzt seit über einem halben Jahr, seit dem Release, letztes Jahr, September war das, immer noch vorhanden sind. Ich finde, da könnte man jetzt so langsam aber sicher so den Endspurt jetzt errichten, einreichen, dass das Ganze jetzt halt wirklich läuft. Das ist halt wirklich ärgerlich, dass da halt immer durch so eine kleinen Sachen der ganze Spielspaß halt dementsprechend so ein bisschen zugrunde geht. Wir werden jetzt die Haltestellen jetzt hier auswählen. Ihr seht hier, wir sollen eine Strecke erstellen, die den Flughafen verbindet, den Sonnenstein Hauptplatz. Sonnenstein ist 4 Haltestellen, Gewerbegebiet 4 Haltestellen und Kehrstadt mit mindestens 4 Haltestellen. Das wollen wir jetzt machen, deswegen werden wir uns jetzt eine neue Strecke hier basteln. So, Frage ist, wo fangen wir an? Gewerbegebiet ist doch hier oben, wa? Alter Falter. Wo ist denn, wo haben wir denn den Sonnenstein Hauptplatz? Das ist das hier, ne? Ja. Gehört das hier auch noch alles zu Sonnenstein? Müllerstraße? Ne, das hier nicht mehr. Aber jetzt hier gerade. Das bringt uns leider auch nicht wirklich weit. Wir müssen über die Autobahn rauf. Werden wir nicht drum herum kommen. Ich würde hier anfangen. Das ist blöd, weil wir da runterfahren müssen. Jetzt sind wir hier runter. Jetzt weiter nach Kehrstadt. Ja, wird ein bisschen schwer jetzt, jetzt hier irgendwas Sinnvolles halt zu planen. Gut, wir haben jetzt keine Zeitbeschränkungen oder sonst irgendwas, da passt das. Das ist alles blöd irgendwie. Die mitnehmen. Die Müllerstraße. Also wir fahren jetzt da. 1, 2, 3 Hauptstadt. Also Hauptplatz. 4. Das geht's nicht. So, Kehrstadt, mindestens 4 Haltestellen. Und das Gewerbegebiet. So, mal gucken, wie nutzt er uns jetzt da? Ja, perfekt. Platz, Kremerus, Astra Promenade. 1, 2, 3, 4. Sollte passen. Hallo, ich habe gute Nachrichten.
Wir haben die Rechte für die Sonnstein-Haltestellen bekommen. Es ist ein wirklich entzückender Ort, was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass er bei Touristen so beliebt ist. Peter Baumann hat darum gebeten, dass wir Sonnstein mit dem Flughafen und dem Gewerbegebiet verbinden. Er erhofft sich dadurch, dass die Buchungen in der Nebensaison steigen. Bitte verwende nur Erdgasbusse, um die Luftverschmutzung auf ein Minimum zu beschränken. Oh, und als Vorwarnung, die Serpentinen in Sonnstein sind recht eng. Fahre bitte vorsichtig. So, gut, wenn wir den mal nehmen und wenn jetzt hier noch einen Erdgasbus auswählen. Diesel, Erdgas hier haben wir. Ja, genau. Und mit dem werde ich jetzt nicht fahren. Ach, du. Das sind die ältesten beiden, die es gibt, ne? Wenn wir den jetzt nehmen. Ah, Tageszeit hätte ich gerne am Tag, damit wir ja natürlich ein bisschen was sehen können. Und ja, lassen wir einfach so. So. Es geht wieder los. Astra-Promenade Sonnenstein. So schaut es also aus. Das ist halt unser Fahrplan, den wir hier heute haben. Gut. Reicht. So, dann fahren wir nur mit dem Erdgasbus. Nächster Halt, der Sonnstein. So, das war's eine anscheinend. Fahrkarte, bitte. Es geht wieder los, Leute. Standard, Brücken, 2,18 Euro. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. 1,10 Standard, Brücken, 2,18 Euro. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? 10, Standard, 10. Ich bin mal gespannt, was jetzt Still Alive jetzt noch so bringen. Ob da wirklich noch neuer Content kommt zum Bussimulator oder ob man sich vielleicht schon sogar konzentriert auf einen neuen Bussimulator. Ja, verübeln könnte man das Ganze jetzt dementsprechend natürlich nicht. Ne? Ist klar, irgendwann ist das was mal und so. Lubis habe ich ja deaktiviert. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ja, das ist halt so, ne? Wenn das Ganze dementsprechend und ja, dran bleibt. Geiler guckt ein Programm, wenn es einfach langweilig in Pause geht. Nein, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was jetzt Still Alive und Astragon jetzt da auf jeden Fall machen werden jetzt in Zukunft. Da noch was passiert. Ich würde es natürlich feiern, ja, weil ich mag den Bussimulator sehr gerne. Und ich weiß auch, zukünftig, falls es den neuen Bussimulator geben sollte, werden wir uns den hier bestimmt auf dem Kanal auch angucken. Das ist halt was anderes als ja, der normale Bussimulator jetzt oder Omsi oder sowas. Ne? Das ist so eher so arkadiger, so für eher die jüngere Generation. Aber dennoch finde ich ihn eigentlich viel Zeit damit verbracht. Wirklich viel Zeit damit verbracht. Und genauso müssen doch Spielersimulationen in der Richtung sein, oder? Mal gucken, was auch die neue PlayStation 5 bringt. Ja, die hat ja natürlich noch mehr Leistung. Bedeutet, man könnte da natürlich viel mehr rausholen aus der Konsole. Also man weiß halt nicht, wie die nächste Konsole aussehen könnte mit den Simulationen. Da müssen wir uns jetzt echt über ein bisschen überraschen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum. So. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, einzeln, Standard, Brücken. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Woche, hoffentlich kommt Standard, bald eine Haltestelle. Ich müsste mal gucken. Danke. Keiner mehr da, der mitfahren will. Wundervoll. Der hätte schon längst gemeckert. Ich muss ein bisschen arbeiten.
Ja, wie lange hat es gedauert? Also es wären bestimmt 2 Folgen gewesen oder sowas, die da jetzt entstanden wären. Also jetzt nicht so dramatisch. Die nervigste Aufgabe tatsächlich war gewesen, diese 5 Haltestellen, also diese 5 Linien vom Flughafen. Ach, sie ist kaum nass geworden. Ich jetzt halt wirklich ganz, ganz kurz halt mit 4 Haltestellen einfach nur schnell bestückt habe. Denn den richtigen Ausbau der kompletten Linien, das würde ich tatsächlich jetzt erst machen, jetzt wo der letzte Bezug noch freigeschaltet ist, kannst du es halt einfach deutlich besser planen. Mittlerweile, ich denke mal, kommst du hier mit insgesamt 6 Linien auf der ganzen Karte komplett klar. Wenn du halt nur eine Buslinie halt praktisch einsetzt, für die einzelnen Orte, Gewerbegebiete, Altstadt und das Drumherum, den Speckgürtel. Aber das würde reichen, wenn du da halt nur 6 Linien hast. Eigentlich. Aber das kann man am Anfang halt schlecht planen, ne? Sonnenstein, Leute. Deswegen, ja, ich mag das, ist putzig. Da verstehe ich nicht, warum die hier drum laufen, ob es halt hier einen Gehweg gibt. Aber, naja, gut. So ist das. Sollen wir ja alle Haltestellen hier in Sonnstein auf Level 6 oder 7 bekommen. Da machen wir einfach eine neue Linie, wo wir einfach nur Sonnstein abfahren. Und sie hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. So. Aber wie gesagt, ist auch so, ne, wenn jetzt irgendwas Neues kommt für die Bus-Simulator, ist es auch komplett neu für die PC-Version. Denn wir sind jetzt technisch und inhaltlich auf dem gleichen Niveau wie auf dem PC. Also da gibt es jetzt keine Vorteile mehr, außer natürlich der Mod-Support, den es für den PC gibt, aber auf der Konsole nicht. Da habe ich mir jetzt so gedacht, wir werden uns mal gucken, oder werden uns mal nach dem Let's Play hier vom Bus-Simulator uns mal gucken, was so für Mods gibt halt, ne? Endlich haben wir auch eine Anbindung. Ja, endlich. Mit der Stolzteil. So, alle drin. Das schaut so aus. Mal gespannt, was jetzt noch so für... Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt, aber Christina ist amputiert. Was ist jetzt noch so für Aufgaben kommen? Da wird es bestimmt noch richtig nerviges Zeug geben. Man kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt die letzten Aufgaben sind. Die perfekte Parkposition. Ich brauche eine Fahrkarte. Auf jeden Fall, was ich machen werde, ist, wenn wir den Bus-Simulator auf jeden Fall beendet haben, habe ich mir vorgenommen, dass wir uns zumindest nochmal den 16er auf dem PC anschauen werden. Da werden wir dann auch nochmal das Ganze hier so ein bisschen abarbeiten. Dann haben wir nämlich den 16er und den 18er bei uns auf dem Kanal. Fände ich persönlich eine ganz coole Sache. Aber es hat jetzt halt keinen Sinn gemacht, das Ganze jetzt miteinander jetzt irgendwie zu mixen. Das hätte was von Drogen gestiftet. Was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker. Aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Dann werden wir denn auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier das Ganze hier abgeschlossen haben sollten, das Ganze jetzt nochmal auf dem PC denn mit dem Bus-Simulator 16 spielen. Denn das war nämlich auch putzig gewesen. Halt zwar nicht so realistisch, aber wenn man sich dem Ganzen anpasst, halt, dass es halt nicht Omsi ist oder nicht Lotus ist, da
Bahn ist eigentlich schon vollkommen in Ordnung. Aber hier ganz schön rum, ja. Aber wie gesagt, das machen wir dann erst, wie gesagt, wenn wir hier mit dem Bus-Simulator 18 hier fertig sind. Moment, wo ist mein Hut hin? Könnte man auch mal so ein bisschen den Unterschiede so sehen, so zwischen den 16 und den 18er. Zum Glück ist bald Sonntag. Sie gemeint. Nächster Halt, Flughafen. So, Flughafen. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Ja, die Folge wird jetzt natürlich auch gleich wieder länger, weil das halt so eine lange Fahrstrecke ist, die wir hier haben. Haben wir es eilig? Hey, darfst du schnell fahren? Natürlich. Ist aber auch immer am Tuttern, wa? Oh. War jetzt versehentlich ein Schild umgenietet. Da war es ein Schild im Weg. Nein. Und pünktlich tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Danke. Nun sehr voll. Jetzt haben wir so eine Kehrstadt. Nächster Halt. Sein, warum man sich dagegen entschieden hat, dass der halt noch dazu kommt.
Somit haben die Vorbesteller, die die Bus-Simulator vorbestellt haben, wirklich DLC, den es so nicht gibt. Und sieht man so auf Konsole. Aber wer weiß. Wer weiß, wie gesagt, was uns in Zukunft noch erwartet hier mit dem Bus-Simulator. Vielleicht ich gehe nie mehr raus. Zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ja, total. Total macht das Spaß hier. Ja, so ist das, Leute. So ist das. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ticket. Zwei Stück. Danke. Bitte. So, alle drin. Dann geht's weiter. Also, wenn halt Sonnenstein freizuschalten, müsst ihr dann halt 5 Linien erstellen, die vom oder zum Flughafen gehen oder den Flughafen zumindest beinhalten. Ja, das ist wichtig. Ich würde zum Beispiel auch von Speckgürtel Richtung Kerstadt dann halt praktisch über den Flughafen fahren lassen. Das würde halt auch funktionieren. Ich habe es jetzt ganz einfach gemacht, habe einfach 4 Haltestellen jetzt praktisch. Also eine mussten wir ja sowieso schon machen vom ZOB zum Flughafen. Und die restlichen habe ich dann einfach vom Flughafen hier in Kerstadt einfach und jeweils 4 Haltestellen. Verschiedene Haltestellen. Und dann war das ganz schön abgeschlossen gewesen. Ja, und dann halt nur noch die letzten Haltestellen dann auf Level 11 bringen. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Und ja, somit hat man dann halt Sonnenstellen dann freigeschaltet. Aber wie gesagt, jetzt kein großer Akt gewesen oder so. Dann halt auch immer noch ein Fahrrad draufsetzen. Ne? Also die Touren. So. Einfach das Erstellen hat nicht gereicht. Ihr müsst dann halt dementsprechend auch mindestens ein Fahrrad draufsetzen, der zumindest Geld generiert hat auf der Tour. Ich brauche eine Fahrkarte. Das war auch noch. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzel, Senior, Booking, ja, genau. Wenn ich das mal geliebt habe. Wenn ich hier mal mit so einer riesen Scheine bezahle. Zum Beispiel auch so eine Überlandlinie da machen. Das ist halt zumindest mal. Was machen Sie sonst? Ich glaube, ich denke, das hat sich nicht mehr aus.
an zwei Haltestellen immer irgendwie angefahren werden. Zum Stadtbus dann praktisch. Wiedersehen. So, alle drin, dann fahren wir weiter. Auf die Autobahn und ins Startgebiet. Schlange wieder gesehen. Und schließt sich der Kreis wieder. Vom letzten neuen Abschnitt bis ins allererste. Gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Ja, diese Gespräche immer, die waren immer so großartig. Das hat sie gemeint. Wie funktioniert das Autobahnfahren? Das ist super Opsi. Sie einfach in die Karre fahren und alles sowas. Die untere Engine bekommt jetzt ja auch ja, 2021 die neue Engine. Die untere Engine 5. Ja, das sieht richtig, richtig gut aus. Also, und das Ganze gebündelt hier mit dem Bus-Simulator. Eieieiei, da könnte richtig harte Konkurrenz drauf zukommen. Bin mal gespannt, vielleicht kommt ja auch sogar Sebastian vielleicht für Konsole. Weiß es ja nicht, ne? Hoffen darf man ja immer noch. Aber auf jeden Fall ist es voll aufgegangen, kann man sagen. Konsolen, ja, oder Simulationsspiele schaffen es auch auf Konsolen und überleben das sogar. Oh, ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Ach, bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Aber jetzt müssen wir hier so diesen Quatsch fahren. Nächster Halt, Südspeicher.
Boah, jetzt hier so ein Hin und Her, ich hier einfach drehe. Nächster Halt, Südspeiche. Dann sehen wir auf der Minikarte, wie es da aussah. Kreuz und quer. Das hatten wir so nicht geplant, ne? Stand ja am Anfang da, dass der Haltestelle irgendwie ausfällt oder sowas. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Wundervoll, Leute. Wundervoll. Jetzt mal rechts rum. Ja, tut mir natürlich leid, dass die Folge jetzt so lang wird. Aber bei so einem Linie, kein Wunder. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Absolut pünktlich. Danke sehr. So, wundervoll. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Student. Danke. Eine Fahrkarte. Danke. So, dann ab zur Endhaltestelle. Nächster Halt, Astra Promenade, Endstation. Bitte alle aussteigen. Die Astra Promenade. Das fühlt sich halt schon Ewigkeiten her, dass wir hier mal gefahren sind. Ja. Das ist absolut fantastisch, das Gefühl halt. Damals fing ich ja alles an. Nächster Halt, Astra Promenade, Endstation. Bitte alle aussteigen. So, das war's, Leute. Das war unsere Folge von heute. Gucken, was wir jetzt hier noch bekommen. Ja, einmal eine Position halt. Blöden. Aber guck mal, wir sind hier Sonnenstein. Alle 7 Haltestellen. Da fehlt jetzt das Einzige nur noch. Diese komische Müllerstraße, wie sie heißt. Dann hätten wir das Ganze auch geschafft. Verdammt! Ein bisschen verpennt. Aber naja, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt vom Bus-Simulator und der Karte oder hier auf dem Stück Sonnenstein. Würde ich mich sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns dann wieder. Bis denn. Tschüss.